Und ein dreifaches. Film ab! Film ab! Film ab! Das ist ja richtig. Oder? Uschi, Besuch ist da! Willkommen! Hallo, Uschi! Schön, dass ihr da seid! Hi, hoho! Es ist schon ein eigenartiges Jahr, dieses Jahr 2020. Es ist gerade mal 11 Monate her. Da haben wir mit großem Spaß und bei bester Stimmung unseren 85. Geburtstag gefeiert. Trotzdem hat man das Gefühl, es ist schon eine kleine Ewigkeit her. Zu viel hat sich seitdem getan, oder besser nicht getan. Es gab keine gemeinsamen Abende, alle unsere Veranstaltungen im Sommer mussten ausfallen. Kein gemeinsames Bier, kein Schunkeln und kein Lachen. Unser Partner aus der Gastronomie hat es noch viel schlimmer erwischt, denn die kämpfen um ihre Existenz. Auch viele Mitbürger unserer Stadt hatten mit dem Virus zu kämpfen und es war schon etwas bedrückend. Besonders schwer gefallen ist uns die Absage unserer Weihnachtsfeier. Es wäre die 65. ohne Unterbrechung gewesen. Es ist immer ein besonderer Abend. Die Gardisten und die Damen schmücken die Stadthalle mit viel Liebe, sehr weihnachtlich. Familie Martin hat ein schmackhaftes Vier-Gang-Menü vorbereitet. Das Christkind kommt, wir singen gemeinsam Weihnachtslieder und dann spielen die Golden Boys zum Tanz auf. Es macht uns traurig, dass wir darauf in diesem Jahr verzichten müssen. Aber gerne möchten wir heute Abend doch ein wenig weihnachtliche Stimmung zu euch nach Hause bringen. Wir hoffen, ihr seid auch bereit. Ihr habt eine Weihnachtskerze angezündet und singt am Ende dieses kleinen Films gemeinsam mit uns Stille Nacht. So, wie wir es seit 1956 bei jeder Weihnachtsfeier getan haben. Für die kommenden 30 Minuten darf ich euch im Namen der großen Reiterprinzengarde, natürlich besonders im Namen des Vorstandes, eine besinnlich heitere Unterhaltung wünschen. Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Es kam aus dem Walde, das Mützchen voller Schnee mit rot erfrorenen Näschen. Die kleinen Hände taten ihm weh, denn es trug einen Sack, der war gar schwer. Schleppte und polterte hinter ihm her. Was drin war, möchtet ihr wissen? Ihr Naseweise, ihr Schelbenpack, denkt ihr, er wäre offen? Der Sack, zugebunden bis oben hin. Doch da war gewiss was Schönes drin. Es roch so nach Äpfeln und Nüssen. Evangelium nach Lukas. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllte sich die Tage, dass sie gebären sollte.
und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, sie verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt David der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen dieses von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihm für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Der Dom in Köln. Entschuldigung. Auf links. 1, 2, 3. Die Besucher unserer Weihnachtsfeier kennen es. Auf jedem Platz liegt ein Liederheft, in das mit goldener Schrift der Name des Gastes vermerkt ist. Jedes Jahr lässt sich Rolf Kachten etwas Neues einfallen. Mal Geschichten, mal Gedichte, mal weihnachtliche Rezepte und alles in einer großartigen Aufmachung. Es wäre in diesem Jahr das 40. Mal. Was für eine Tradition. Alle Gäste schätzen dieses Liederheft nicht nur als wertvolles Sammelobjekt, sondern jeder spürt beim Singen der Weihnachtslieder, dass dieses Liederheft wesentlich zur weihnachtlichen Stimmung an diesem Abend beiträgt. Als wir Rolf unterrichten mussten, dass die Weihnachtsfeier nicht stattfinden könne, hat er spontan entschieden, in dieser für alle bedrückenden Zeit trotzdem die 40. Ausgabe zu entwerfen und von seinen engagierten Mitarbeitern produzieren zu lassen. Er möchte damit bei unseren Mitgliedern ein wenig weihnachtliche Stimmung und Hoffnung erzeugen. Wir sind sicher, dass er dieses Ziel erreicht und sind ihm unendlich dankbar. Allen, die in den letzten Jahren
als Gäste bei der Weihnachtsfeier anwesend waren, haben wir dieses Liederheft zuschicken dürfen. Weihnachten steht vor der Tür. Und Weihnachten ist das Fest der Familie und der Nächstenliebe. In Mönchengladbach sind wir in diesem Jahr genauso betroffen wie überall auf der Welt von der Corona-Pandemie. Das macht es für uns alle nicht einfach. Gerade nicht für die Menschen, die sich für andere einsetzen wollen, die mit anderen gemeinsam sein wollen, die Geselligkeit schätzen, wie zum Beispiel die Karnevalistinnen und Karnevalisten der großen Reiterprinzengarde hier in Mönchengladbach. Dass wir trotzdem zusammenkommen, auch über die digitale Grenze hinweg, ist deswegen besonders wichtig. Denn Familie und Freunde kann man eben auch dieser Tage zumindest über das Smartphone, über den Bildschirm miteinander verbinden. Ich wünsche Ihnen allen, dass wir uns im nächsten Jahr gesund wieder treffen, dass Sie sich Ihr Engagement bewahren, dass Sie Ihre Familie schützen und dass Sie Ihre Familie, Große Reiter-Prinzengarde, auch über diese Zeit im Herzen tragen und wir nächstes Jahr, wenn wir uns wieder begegnen dürfen, Seite an Seite schreiten, dass wir gemeinsam Spaß haben, dass wir eben auch dieses Fest nutzen, um einmal darüber nachzudenken, was uns besonders wichtig ist. Mir ist besonders wichtig, mit Menschen zusammen zu sein und deswegen freue ich mich darauf, im nächsten Jahr Sie alle wieder zu treffen, euch alle wieder zu treffen und gemeinsam feiern zu können. Bleiben Sie gesund. Frohe Weihnachten. Hallo meine Lieben, hier ist die Peggy von der Band Peggy Sugarhill und Rocke Marieche. Und aus meinem privaten Wohnzimmer möchte ich euch ganz, ganz liebe Weihnachtsgrüße schicken. Und ich hoffe, dass ihr diese Zeit mit allen Hürden, die sich durch diese ganze Corona-Sache ergeben, gut meistert. Ich glaube, dass wir das mit einer positiven Energie alle sicherlich gut schaffen und uns hoffentlich eine schöne Zeit machen. Ich habe eine Sache vorbereitet für euch, weil ich euch nicht nur voll quatschen will und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Freude daran. Ich habe ein Playback gefunden und einen deutschen Text dazu von Götz Alsmann. In einer gekürzten Version singe ich euch ein Lied. Ihr müsst natürlich vorbereitet sein auf die Weihnachtszeit, versteht ihr? Achtung! Kinder, passt auf! Kinder, hört her! Seid ihr bereit, denn es Weihnachten ist her. Der Weihnachtsmann kommt bald schon zu euch. Sag mal, wart ihr auch lieb? Wart ihr auch brav? Denn er kennt jedes schwarze Schaf. Der Weihnachtsmann kommt bald schon zu euch. Er kommt direkt vom Himmel, der gute Santa Claus. Auf seinem weißen Schlitten kommt er dann zu euch nach Haus. Einmal im Jahr zur Weihnachtszeit tönt überall sein Schlittengeläut. Der Weihnachtsmann kommt bald schon. Der Weihnachtsmann, der kommt schon bald. Bald kommt er zu euch. Ganz liebe Grüße. Liebe Reiter-Prinzengarde, leider können wir in diesem Jahr nicht für euch musizieren. Wir, die Konfetti-Showband, wünschen euch und euren Familien ein schönes Weihnachtsfest sowie ein gesundes und friedvolles neues Jahr. Bitte bleiben Sie alle gesund, damit wir im nächsten Jahr wieder gemeinsam feiern können. Merry Christmas! Liebe Reiterprinzengarde, gerne hätten wir Sie auch in diesem Jahr zu Ihrer Weihnachtsfeier hier in der Reiterstadthalle begrüßt. Aber die aktuelle Lage lässt es einfach nicht zu. Daher bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihnen auf diesem Wege ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen. Und einen guten Start ins neue Jahr. Ihre Familie Martin. Große Reiterprinzengarde, Merry Christmas! Leider dieses Jahr keine Weihnachtsfeier bei euch, aber wir lassen uns nicht lumpen. Wir wünschen euch trotzdem frohe Weihnachten und leider, wie gesagt, keine Weihnachtsfeier. Wir Bube sind aber am Start und danken euch für etliche Jahre Auftritte und wir hoffen, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen können
Von daher haltet durch, haltet zusammen und ja, liebe, liebe Grüße aus Köln. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Merry Christmas! So, und jetzt an die Geschenke ran. Bevor wir nun gemeinsam Stille Nacht singen und wir erwarten natürlich, dass ihr das zu Hause laut mitsingt, möchten wir uns von euch verabschieden. Wir hoffen, wir konnten ein wenig besinnlich heitere Stimmung in eure Wohnzimmer bringen und möchten euch wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Christ, der Retter ist nah.
Meine Damen, meine Herren, erste Sahne, ne? Seit vielen Wochen hoffen wir, dass der Spuk vorbeigeht. Wir tun alles dafür, halten viel Abstand, passen auf uns auf. Dem blöden Virus geht so die Puste aus. Tragen ständig Masken, um uns zu schützen. Was macht das schon? Nehmen sehr viel Rücksicht, es geht halt alles nur mit Geduld. Großes Gedränge und zu viel Enge sind im Moment der völlig falsche Weg. Entlang der Jecken, auf unseren Strecken, auch in den Sälen wird leider nicht geputzt. Wollen trotzdem lachen, Spaß mit euch machen und fröhlich sein. Schau, wie alle warten, um mit uns zu starten, ja, Niederrhein. In Zeiten wie diesen braucht es Zwischenmenschlichkeit. In Zeiten von Krisen geht es um Gemeinsamkeit. Seid mit uns dazu bereit. So eine Krise dauert nicht ewig. Wir stehen es durch in unserem Narrennest. Komm, wir feiern, auch mit Abstand. Stehen fest zusammen und geben auf uns Acht. Wir singen gemeinsam unsere Lieder, stimmt mit uns ein. Wir stehen zusammen, dürfen heute nochmal hier bei euch sein. In Zeiten wie diesen braucht es Zwischenmenschlichkeit. In Zeiten von Krisen geht es um Gemeinsamkeit. Zusammen was erreichen, das ist unsere Pflicht. Mit Rücksicht und Verständnis ist ein Ende in Sicht. Ein Ende in Sicht. Ein Ende in Sicht. Ein Ende in Sicht. In Zeiten wie diesen braucht es Zwischenmenschlichkeit. In Zeiten von Krisen geht es um Gemeinsamkeit. Zusammen was erreichen, das ist unsere Pflicht. Mit Rücksicht und Verständnis ist ein Ende in Sicht. Rücksicht und Verständnis ist ein Ende in Sicht. Ein Ende in Sicht.
Nochmal. Da ist aber gar nicht alles rausgekommen. Wo war denn jetzt das Problem? Frauen und Technik. Also wir haben uns mal, ne?